Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem aber sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela Merkel, herzlich willkommen hier in der Ostseehalle zu dem Wahlkampfauftakt, den wir uns als schleswig-holsteinische CDU hier vorgenommen haben. Und ich glaube, dass die Stimmung, die wir heute hier spüren, großartig ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen für das, was wir vorhaben. Es war ja so, dass wir gesagt haben, und es war Daniel Günther, der den Vorschlag gemacht hatte, wir gehen in die Ostseehalle, und wir haben gesagt, Mensch, können wir uns das zutrauen, wir haben es geschafft. Das ist ein Zeichen dafür, dass diese CDU tatsächlich stark ist. Das ist ein wichtiges Signal. Dafür bedanken wir uns bei Daniel Günther und bei allen, die heute hergekommen sind. Und wir bedanken uns bei dir, liebe Angela Merkel, für deine Unterstützung heute, für die Unterstützung im Wahlkampf insgesamt. Es ist eine starke Unterstützung. 5-mal kommst du nach Schleswig-Holstein und gibst hier Kundgebung. Das ist Rückenwind für uns in Schleswig-Holstein, weil diese Bundesregierung, weil diese Bundeskanzlerin einen ganz hervorragenden Job macht. Und dafür bedanken wir uns bei dir. Es ist Unterstützung bei einer Wahl am 6. Mai hier in Schleswig-Holstein, die eine Richtungswahl ist. Die Menschen, die Wählerinnen und Wähler, haben am 6. Mai die Wahl zwischen sehr unterschiedlichen Vorstellungen davon, wie es mit Schleswig-Holstein weitergehen soll. Und sie haben eine Richtungsentscheidung zu treffen an der Wahlurne zwischen zwei Alternativen. Sie haben die Wahl zwischen einer Fortsetzung einer soliden Finanzpolitik, die von Peter-Harry Carstensen und Rainer Wiegand eingeleitet wurde, einer Politik, die sagt, Schluss mit neuen Schulden, und auf der anderen Seite die Politik von Rot-Grün, die Schleswig-Holstein zurückführen wird in den Schuldenstaat. Und Sie haben die Wahl zwischen einer Bildungspolitik, die auf Qualität setzt, die auf produktive Ruhe setzt und die auf Schulfrieden setzt, und auf der anderen Seite eine Schulpolitik, die rot-grüne Bildungsideologie fortsetzen wird. Und die Menschen haben die Wahl zwischen einer Politik, die weiter in die Zukunft dieses Landes investiert, oder einem Stillstand, den wir vorgefunden haben im Jahr 2005, als wir, als Peter-Harry Carstensen, die Regierungsverantwortung in Schleswig-Holstein übernommen hat. Darum geht es am 6. Mai. Das ist die Richtungsentscheidung, über die wir reden. Und deshalb sagen wir, haben wir als CDU ein ganz klares Wahlziel. Und das Ziel ist, dass wir die mit Abstand stärkste Kraft in Schleswig-Holstein werden wollen, was der andere Begriff dafür ist, dass wir sagen, ohne uns soll eine Regierungsbildung in Schleswig-Holstein nicht möglich sein. Und wenn wir sagen, eine Regierungsbildung soll ohne die CDU nicht möglich sein, dann sagen wir, Rot-Grün darf es in Schleswig-Holstein nicht noch einmal geben. Und ich füge hinzu, Rot, Grün und SSW, die Dänenampel schon gar nicht. Und damit eines klar ist, niemand, keiner von uns in der CDU stellt den Sonderstatus des SSW in Frage. Niemand, ja, aus guten Gründen, niemand bezweifelt die Vollwertigkeit der Mandate des SSW. Ich sage aber auch, dass es schon erlaubt ist, zu diskutieren, was der SSW mit diesen Mandaten macht. Und wenn die Partei der dänischen Minderheit sich vor der Wahl
so eindeutig parteipolitisch festlegt, dann muss diese Partei auch ertragen, dass parteipolitisch diskutiert wird. Und das werden wir machen, meine Damen und Herren. Und wir wissen doch, was die vorhaben. Das hat es ja schon mal gegeben. Die Geschichtskundigen unter uns wissen doch, wie es war 2005. Da hat sich schon mal eine Ideenampel auf den Weg gemacht und ist krachend gescheitert. Die Ideenampel, Dreierbündnisse sind keine stabilen Bündnisse. Meine, wir können ja mal, sie wohnt ja hier in Kiel, wir können ja mal Heide Simonis fragen, was die glaubt, wie stabil das Bündnis 2005 gewesen ist. Und insofern, meine Damen und Herren, die Ideenampel ist keine stabile Regierung für Schleswig-Holstein und deshalb wollen wir sie verhindern. Und wir wissen auch, was sie damals vorhatten. Der Koalitionsvertrag lag auf dem Tisch. Und wir wissen auch genau, was dort drin stand. Dort stand drin Zwangsfusion, Zwangszusammenlegung von Gemeinden, von kleinen Gemeinden. Dort stand drin mehr Schulden. Dort stand drin der Weg in die Gemeinschaftsschule für alle. All das wollen wir nicht. Und die CDU ist der Garant dafür, dass dieses nicht passiert in Schleswig-Holstein. Wir stehen für eine stabile Regierung, wir stehen für eine starke Regierung und wir stehen für eine Regierung, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Und das gilt vor allem für die Haushalte, das gilt vor allem für das Thema Haushaltskonsolidierung. Und ich weiß noch, Peter Harry, als wir damit begonnen waren, da warst du mit diesem Chart unterwegs. Und da hast du immer gezeigt, wohin die Entwicklung führen würde, wenn wir nicht anfangen würden, dagegen zu steuern und dafür zu sorgen, dass wir wieder eine solide Finanzpolitik machen. Heute, liebe Freunde, brauchen wir solche Charts nicht mehr. Heute kann jeder, der abends die Tagesschau oder eine andere Nachrichtensendung anschaltet, sehen, was passiert, wenn man öffentliche Haushalte nicht im Griff hat. Man kann sehen, was passiert in Spanien, in Griechenland, in den anderen Staaten der Eurozone, die hoch verschuldet sind. Und man kann etwas anderes sehen. Man kann sehen in der Eurozone, dass Schulden nicht reich machen. Es ist sogar so, dass man sehen kann, dass die Länder mit der höchsten Staatsverschuldung übrigens auch die höchste Arbeitslosigkeit haben. Und man kann ebenfalls sehen, dass die Länder mit der höchsten Staatsverschuldung diejenigen Länder sind, die sich am stärksten an den Zukunftschancen der jungen Generation versündigen. Wenn man sich anguckt, Spanien mit einer Jugendarbeitslosigkeit von 40%, wenn man sich ansieht, was in Griechenland gerade los ist, der Exodus der jungen Generation, eine verlorene Generation, die Griechenland fehlen wird. All das ist doch nicht passiert, weil Griechenland zu wenig Schulden aufgenommen hat. All das ist passiert, weil Griechenland zu viel Schulden aufgenommen hat. Und deshalb ist eine Schuldenpolitik eine Politik zulasten der jungen Menschen und deshalb müssen wir sie beenden. Und jeder Euro an zusätzlichen Schulden, der vermeidbar gewesen wäre, ist eine zusätzliche Hypothek für die nächste Generation, die die abtragen muss. Und das ist der Grund, weshalb wir nicht mitmachen, was Rot-Grün letztens in den Landtag eingebracht hat, nämlich ein Gesetz, mit dem oder dessen Ergebnis gewesen wäre, dass Rot-Grün 1,8 Milliarden Euro mehr Schulden aufnehmen will, als diese Landesregierung erst bis 2020 geplant hat. 1,8 Milliarden mehr Schulden. Und ich sage Ihnen, was die CDU von der SPD unterscheidet und was Herrn Albi von mir unterscheidet. Der Unterschied sind haargenau diese 1,8 Milliarden Euro. Und deshalb, meine Damen und Herren, können wir nicht zulassen, dass Rot, Grün und SSW in diesem Land die Macht übertragen bekommen. Und wenn wir über die Zukunft reden, über die Zukunft der
jungen Menschen, dann reden wir vor allem auch über Bildungspolitik. Und ich habe eine Tochter, eine 16-jährige Tochter, die ist auch heute hier. Und insofern weiß ich, wenn wir morgens frühstücken, so in etwa, was in den Schulen passiert. Ich kann nur nicht behaupten, dass wir nun jeden Morgen über Schulpolitik diskutieren. Ich empfehle das auch niemandem, das zu versuchen, mit einer 16-Jährigen morgens um 7 über Schulpolitik zu diskutieren. Insofern, das machen wir auch nicht. Aber ich bekomme schon mit, was an den Schulen passiert und auch nicht passiert. Und ich weiß als Vater, dass das drängendste Problem, das wir in der Schulpolitik in Schleswig-Holstein haben, nach wie vor der Unterrichtsausfall ist. Und ich wundere mich. Ich wundere mich als Vater schon manchmal, wann meine Tochter los muss oder wann sie schon wieder vor der Tür steht, wenn keiner es erwartet. Und ich weiß, dass viele andere Eltern das auch wissen, und das ist das, was die Elternvertreter mir sagen. Und das ist der Grund, weshalb wir als Landesregierung gesagt haben, dieses wichtigste Problem der Bildungspolitik packen wir an den Hörnern. Und das ist der Grund, weshalb wir für den nächsten Haushalt die Mittel zur Bekämpfung des Unterrichtsausfalls verdoppelt haben, damit in Schleswig-Holstein keine Stunde Unterricht mehr ausfallen muss. Die beste Voraussetzung für guten Unterricht ist ja zunächst einmal, dass der Unterricht stattfindet. Und wir wollen in unserer Bildungspolitik über guten Unterricht reden. Wir wollen über Qualität reden. Und das ist der Grund, weshalb wir auch gesagt haben, es ist uns als CDU so wichtig, dieses Thema, dass wir auf alle Fälle sicherstellen wollen, dass in einer nächsten Regierung wir die Verantwortung für das Bildungsressort haben. Und das ist der Grund, ja, das hat schon eine Vorgeschichte, weil viele Eltern, viele Schüler, auch viele Lehrkräfte sagen uns, immer vor Wahlen fangen die als CDU an, über Bildungspolitik zu reden, und wenn ihr eine Regierung bildet, dann überlasst ihr das Ressort den anderen. Und insofern ist es eine Frage der Glaubwürdigkeit, dass wir sagen, dass wir uns auch in die Verantwortung stellen lassen für das Thema Bildung. Und deshalb freue ich mich, dass Alexandra Dinges-Dierich unsere nächste Bildungsministerin sein wird. Weil sie über die richtigen Dinge redet. Bei der Pressekonferenz, als sie sie vorgestellt hat, hat Alexandra einen Satz gesagt, der sehr wichtig ist. Weil sie gesagt hat, Für den Erfolg der Schule ist nicht so wichtig, welche Schulart es gibt, sondern eher, wie die Schule vor Ort geführt wird. Und das ist ein Ansatz von Qualität, den wir haben wollen. Und wir beanspruchen auch mit der Benennung von Alexandra Dinges und Dinges-Dierich schon auch die Deutungshoheit für diesen Bereich. Nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern es ist aus meiner Sicht, und Angela Merkel und Annette Schavan und ich haben darüber ja telefoniert, weil es schon auch darum geht, dass wir als CDU auch bundesweit wieder den Anspruch haben müssen, dass sich zu unserem Markenkern auch die Bildungspolitik zählen lässt. Und wir haben es zu oft zugelassen, dass andere diesen Markenkern beanspruchen. Es gibt nur noch 3 CDU-Bildungsminister in Schleswig-Holstein, und ich möchte, dass nach dem 6. Mai eine 4. dazukommt, nämlich Alexandra Dinges-Dierich. Und insofern, um das zu vereinfachen, reden wir künftig nur noch von ADD, da ist das für mich auch leichter. Und insofern, meine Damen und Herren, ist das, was wir beim Thema Bildung beanspruchen. Wir wollen über Qualität reden, und wir wollen nicht die ewigen Schulsystemdebatten führen, die uns allen doch lange zum Hals heraushängen hier in Schleswig-Holstein. Und deshalb kritisieren wir, dass die SPD von oben herab per Ordre de Mufti die Regionalschule schon wieder abschaffen will, weil wir sagen, das wird dazu führen, dass wir in Schleswig-Holstein wieder Kraft und wieder Energie dafür verschwenden, eine Schulsystemdebatte zu führen, wenn wir uns eigentlich um wichtigere Dinge kümmern müssen. Und deshalb garantieren wir als CDU die Schulformen, die wir haben, damit sich alle darauf einstellen können, wir Zuverlässigkeit haben,
und die produktive Ruhe an den Schulen eintritt, die wir uns doch alle so herbeisehen. Das ist unsere klare Ansage der Bildungspolitik für die Zeit nach dem 6. Mai. Und wenn wir über Zukunft reden, in Schleswig-Holstein, dann reden wir auch über die Investitionen in die Zukunft. Dann reden wir über Wirtschaft. Und ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit einer Wirtschaftspolitik seit 2005, Peter Harry Carstensen, die Grundlagen dafür zu legen, dass es mit der Wirtschaft, aber auch mit dem Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein wieder bergauf geht. Wir haben seit 2005 die Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein um ein Drittel reduziert. Und ich freue mich als Wirtschaftsminister, dass es in diesen Zeiten eben nicht nur den Unternehmen gut geht, sondern auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und das ist auch ein Erfolg unserer Politik. Und er ist möglich geworden, weil wir es geschafft haben, weiter auch in die Zukunft dieses Landes zu investieren, in die großen Verkehrsprojekte. Und das wollen wir weitermachen. Ich habe gestern zusammen mit dem Kollegen Ramsauer den Spatenstich gesetzt für die 5. Kanalschleuse in Brunsbüttel. Und das war ein wichtiges Zeichen, liebe Frau Bundeskanzlerin. Es war ein wichtiges Zeichen, dass diese Bundesregierung uns unterstützt bei den wichtigen Verkehrsprojekten im Norden. Wir brauchen sie. Das ist gute Politik für den Standort Schleswig-Holstein. Und das gilt auch für die anderen Verkehrsprojekte, für die A20 und die Fehmarn-Bält-Querung. Und das ist in Schleswig-Holstein strittig, denn die Grünen sind nach wie vor gegen beide Projekte, gegen die A20 und auch gegen die Fehmarn-Bält-Querung. Und ich sage Ihnen, wenn Rot-Grün nach dem 6. Mai wieder an die Regierung kommen sollte, dann haben wir wieder den Stillstand. Die Grünen wollen diese Projekte nicht und die SPD hat dem nichts entgegenzusetzen. Denn ich bin letztens gefragt worden, dass ich die Haltung der SPD zur Fehmarn-Bält-Querung einmal kommentieren sollte. Und da habe ich nachgeguckt und habe folgenden folgenschweren Satz im Programm der SPD gefunden. Da steht drin, wenn die Fehmarn-Bält-Querung kommt, ist die SPD dafür, die Chancen zu nutzen. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja ein wahrer Bekennermut. Und ich sage, wenn diejenigen Leute, die vor 120 Jahren den Nord-Ostsee-Kanal gebaut haben, eine solche Geisteshaltung gehabt hätten, dann wäre dort noch nicht mal die erste Schleuse fertig. Und insofern, Rot-Grün in Schleswig-Holstein bedeutet Stillstand und deshalb dürfen die in Schleswig-Holstein nicht regieren. Und das ist der Grund, weshalb wir dieses Land weiter gestalten wollen. Wir lieben dieses Land. Schleswig-Holstein ist unsere Heimat. Und wir sind die Schleswig-Holstein-Partei. Wir haben gezeigt auf vielen Ebenen, dass wir Verantwortung für Schleswig-Holstein übernehmen. In den Gemeinden, in den Städten, in den Kreisen und auch hier im Land. Und das ist auch der Grund, weshalb wir weiter diese Heimat gestalten wollen. Weil wir wissen, dass Heimat für die Menschen in Schleswig-Holstein Identifikation ist. Und das ist der Grund, weshalb wir nicht zulassen dürfen, dass die Dänenampel unsere kleinen Gemeinden abschafft. Die Menschen identifizieren sich mit den Gemeinden. Das Ehrenamt hängt davon ab, das Engagement im Sportverein, in der Feuerwehr hängt davon ab. Und deshalb sind uns diese kleinen Gemeinden so wichtig. Wir wollen nicht an der Zahl der Gemeinden sparen, wir wollen an den Verwaltungskosten sparen. Und das ist der Unterschied zwischen uns und den anderen. Und deshalb bin ich mir sicher, dass wir am 6. Mai unser Ziel erreichen werden. Wir wollen die stärkste politische Kraft werden. Und ja, ich will Ministerpräsident dieses schönen Landes werden.
werden dieses Ziel erreichen. Wir haben, das haben wir eben gesehen, weil Sie alle auf der Bühne waren, wir haben die besseren Kandidaten, wir haben das bessere Programm. Deshalb werden wir in den kommenden 2,5 Wochen die Menschen in Schleswig-Holstein überzeugen. Wir werden ihnen sagen, was die Alternativen sind. Wir werden ihnen sagen, dass wir der Garant für stabile Verhältnisse in Schleswig-Holstein sind. Und ich sage auch, wir müssen kämpfen. Wir wissen, dass wir kämpfen müssen. Aber das Signal, das heute von der Ostseehalle ausgeht, von den 5000 Menschen, die heute hier in der Ostseehalle sind, die Ostseehalle bebt vor der Stärke der CDU. Das Signal, das ausgeht heute von der Ostseehalle hier in Kiel in das gesamte Land, ist, diese CDU ist kampfbereit, diese CDU ist siegesbewusst und siegeswillig. Diese Regierung, diese CDU will es wissen. Und deshalb, liebe Freunde, werden wir es schaffen. Wir werden die Wahl am 6. Mai gewinnen. Mit Ihrer Unterstützung kriegen wir das alle hin. Und deshalb, meine Damen und Herren, lassen Sie uns heute Abend hier rausgehen. Lassen Sie uns kämpfen für die bessere Sache. Und dann werden wir die Wahl am 6. Mai gewinnen. Vielen Dank.